willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Servus. So, und wie ihr seht, wir haben wieder die Produktionen. So, auf welcher Version spielen wir jetzt? 1.003, ja. Gell? Ja, für das Patch 1.4. Genau. Also Hofbergmann 1.003 für LS19 1.4. Wir haben den alten Spielstand komplett leer gemacht und dort das Geld waren ungefähr 2 Millionen. Hier haben wir das jetzt auch gemacht und müssen uns jetzt erstmal alle Fahrzeuge und so weiter wieder kaufen. Deshalb bist du schon am Händler. Ich kaufe mir meinen, ne? Jo, mach. Ich kaufe mal den Hof. Und Feld 4. So. Ich werde dann direkt Abfahrer machen. Gut. Wie gesagt, wir starten jetzt komplett neu. Hast du den Drescher auch schon? Nee, gell? Mm-mm. Ich guck mal gerade nach dem Traktor. Ich wollte nämlich jetzt einen Johnny haben. Da denke ich an den 6R. Mit Frontlader. Willst du mit Frontlader oder wollen wir beide mit Frontlader machen? Ich denke, wir können beide machen. Okay. So. Was haben wir für einen Anhänger? Warte, Anhänger haben wir den Strautmann und den Acroliner noch, den Tandem. Wollen wir die nicht vielleicht noch verkaufen? Warte, erst brauchen wir auch definitiv noch einen Drescher. Ich glaube, der Spawnpunkt ist von den Fahrzeugen am Shop ist ein bisschen verbuggt. Warum? Wir haben gleichzeitig gekauft. Achso. Warte. Ja, Johnny halt, ne? Warum kaufst du den in Orange? Jetzt, gib Gas. Gib den Schubser. Wollen wir die nicht vielleicht verkaufen und so einen Kramp oder so kaufen? Jetzt holen wir kurz einen Drescher. Ja. Und denk dran, wir haben im Moment nur ein Feld gekauft. Was willst du für einen Drescher? Heißt der MF? Oder sind wir gleich wieder den Rosselmesh? Der Rosselmesh finde ich halt geil, weil der hat sein Ding mit dabei, weißt du? Mhm. Schneidwerkswagen. Dann kaufe ich den. Okay, dann mach du das. Ich halte mich zurück. Also wie gesagt, sollen wir die beiden Anhänger verkaufen? Und so einen großen holen dafür? Kauf mal noch Feld 2 kurz. Und dann guck mal, wie viel Geld wir noch haben. 251. Okay. Dann könnten wir eigentlich auch direkt das... Direkt das? Nein, Krampe. Genau, den hatte ich auch vor. Den Bandit. Genau. Gibt's nicht einen grünen? Ich kenne einen grünen Anhänger. Oder den, den Joskin. Nee, der ist hässlich. Der ist hässlich? Der ist hässlich. Okay. Ja, dann kauf einfach irgendeinen größeren noch. Aber behalte die zwei kleinen auch mal. Okay. Noch haben wir ja das Geld. Was wir auch natürlich wieder kaufen müssen, sind die ganzen Kühe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir hatten. Ja, das ist... wir müssen halt mal so... Das könnten wir vielleicht. Wir könnten den Viehanhänger verkaufen. Und uns, wenn wir transportieren wollen, dann den größeren einfach holen. Weil, dann komme ich jetzt zum Feld. Jo, kannst Anhänger mal abstellen und den großen Viehanhänger holen und dann. Wie viel gehen da rein? 39 Zoll. Drescher 10,5. Nein, Viehanhänger meine ich. Viehanhänger, keine Ahnung. 12 Stück. 14 in den Micheletto. Dann hol mal 28 Kühe oder so.
Zwei Ladungen. Wobei, wir müssen die auch versorgen, gell? Haben noch gar nichts. Ja. Haben wir Heuwände und so Zeug? Das wüsste ich jetzt nicht. Wo soll ich denn die abstellen, Laune? Hier vorne. Gleich. Ich fahre gerade mal ein Vorgewende. Von den Ressourcen ist nichts Neues dazugekommen, gell? Wir stellen hier ab. Ja, wie du willst. Wir haben noch einen Viehtransporter am Hof, gell? Den kleinen. Soll ich den noch verkaufen? Ja, den kannst du verkaufen. Verkaufen fahren, oder? Kriegen wir halt ein paar tausend mehr dafür. Ja, ist halt die Frage, ob sich das jetzt lohnt. Na, gucken wir mal, was der kostet. Na, die kannst du so verkaufen. Da kriegst du 1.000, 2.000, mehr kriegst du dafür nicht. Aber warte mal, der kann auch Pferde, habe ich gerade gesehen. Ja. Das kann ein normaler nicht. Der kann nur... Ja, komm, verkauf. Ja, ich fahre erst zum Händler und dann verkaufe ich den. Ach, dieser Verkehr, der nur 30 fährt. Boah, ist ein bisschen nervig, ne? Tempomat auf 30. Ach so, was ich noch fragen wollte. Wir haben die Dieselproduktion drin. Wollen wir die gleich starten? Weil ich ja ernte hier gerade Raps. Deswegen meinte ich ja. Dann... Kauf mal. Ja, Moment. Ich fahre kurz Vorgewende, dann mache ich einen Helfer an. Moment. So, wo waren wir stehen geblieben? Viehanhänger geholt und ich bin jetzt Viehhändler. Macht aber erst um 9 auf. Ja, oh, stimmt. Naja, 7 Minuten noch. Haben wir ja gleich erreicht. Es kann leider heute in der Aufnahmesession ein paar Mal passieren, dass das Telefon klingelt, da ich so nebenbei noch Bereitschaft habe von der Arbeit. Da muss ich halt dann telefonisch bereitstehen. Deshalb wundert euch nicht, wenn es manchmal ein bisschen klingelt. Wobei, ich kann es auch mal leise machen. Oder einfach rausschneiden. Ja, das wird kaum immer funktionieren. Also ich tue hier auf den Geländer hier überall rum. Aber es passiert nichts. Wo drückst du rum? Ich springe auf dem Geländer rum und auf dem Dach und so. Ach so. Okay. Gut, was wollte ich machen, wenn Helfer Dieselproduktion? Genau. Ich guck mal, die müsste hinten eigentlich bei den Silos müsste die Platz haben und da ranpassen. Jo, auf jeden Fall. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo man die platzieren könnten. Ich weiß nicht, ob ich den Anhänger da rückwärts reingedrückt kriege mit Drehschemel. Ach komm. Kannst du auch vorwärts reinfahren und dann rückwärts raus. Nee. Ja, ist gleich. Fahr ich ja lieber rückwärts rein. Und dann vorwärts raus. Das ist viel ungefährlicher. Kannst vielleicht sogar rein und drinnen drehen. Drehschemel ist ja... Hast du den gekauft oder gemietet? Gekauft. Ah ja, das ist gut. Ich schau mal eben rein in den Laden. Ich weiß nicht, ob ich da drehen kann, genau. Reden kann. Drehen. Das ist halt die Frage. Musst du ausprobieren. Reicht der Platz hier? Wenn nicht, bin ich halt komplett am Arsch. Ja, sag's halt Bescheid, dann komme ich kurz rüber gesprungen. Fahre ich ihn halt raus. Nee, ich fahre den jetzt rein. Zu mir zu. Übung macht den Meister.
Man sieht auch nichts, wenn man hinten rausguckt. Ja, dann nimm halt die andere Ansicht. Ihr müsst ja nicht RP-like spielen. Ich spiele Realist. Oder will ich jetzt immer wieder viel mehr realistisch spielen? Ja, das ist auch okay. Aber manchmal geht's halt einfach nicht. Das ist wohl wahr. Gerade kriege ich es ganz schön gut hin. Oha. Passt perfekt. Bin so gut. Natürlich schwarz-weiße, ne? Ja, bitte. Das sind Milchkühe. Also zumindest aus meiner Sicht. Jetzt wieder raus. Jetzt bleib ich stecken. Warum? War ein Spaß. Gut, wenn du nochmal Tiere holst, sind nochmal 35.000 weg. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Dieselproduktion ist teurer. Diverses vielleicht. Dieselverkauf. Ich glaube, das ist unter Silos, weil es eine Silo-Kapazität hat. Dieselherstellung 225.000. Das ist ja ungeschickt. Mhm. Egal, ich denke, dann nehmen wir mal kurz noch einen Kredit ein bisschen auf. Wir haben noch 250 offen. Mhm. Die müssen wir dann auch erstmal abbezahlen. Ja. Hätten wir direkt eigentlich direkt machen müssen, als wir gestartet haben. Dann wären wir das losgeworden. Ja, aber überleg mal jetzt, so viel unnötiges Zeug haben wir jetzt nicht gekauft. Dann hätten wir kein Geld mehr. Mhm. So, ich tank gerade mal ab und dann kümmere ich mich um die Dieselproduktion. Also erst brauche ich noch ein bisschen Geld. Ja, wer spammt denn da? So, Dieselherstellung. Die ist leider, finde ich, Moment, falsche Richtung, viel zu klein geraten. Also ich finde es schade, dass sie die so klein gemacht haben. Die ist mini. Ich weiß nicht, weshalb sie das gemacht haben. Weißt du das? Moment. Die ist da kleiner. Im Discord gespannt, deswegen. Die ist kleiner wie so ein großes Silo. Was? Ja, die ist mega mickrig. Was meinst du? Alter, bist du überhaupt bei der Sache? Die Dieselproduktion ist mega klein, sage ich. Ja. So, ich pflanze die mal dahin. Ist doch Platzsparend, gut. Ja, aber ich finde es zu klein. Also eine Dieselproduktion müsste ja eigentlich schon ein gewisses Ausmaß haben. Wo ist denn jetzt hinplatziert? Bei den Silos, habe ich doch gesagt. So, dann machen wir hier einen Helferin. Da. Also, geht's wieder weiter. Hast du einen Frontlader? Noch nicht gekauft, aber Consolo ist vorhanden. Jetzt sind wir pleite. Ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen investieren. Ein Gewicht brauche ich auch noch. Mindestens. So. Du auch noch. Ein Gewicht brauche ich nicht unbedingt. Sämaschine hast du schon? Mhm. Ja. Gut. Bisschen knapp geraten, das Geld. Müssen wir pflügen? Ja, wir haben halt ein großes Feld mehr wie zuvor.
Jetzt haben wir halt zwei Felder. Wir können die zwei Anhänger natürlich nur verkaufen oder zumindest den Strautmann. Ja, verkaufen wir den Strautmann. Jetzt sind wir schon voll am Kreditlimit. Nee. Das hat nicht viel gebracht. 7000. Ladewagen haben wir auch keinen. Aber ich denke, das wird schon alles hinhauen, weil die Dieselproduktion gibt uns ausreichend Geld, denke ich. Ja. Kann der eine Anhänger eigentlich Diesel laden? Der hier. Der Universal kann Diesel laden, das ist schon mal gut. Geht zwar nicht viel rein, aber besser wie nichts. Das ist wohl wahr. Ausstellen. Gucken. Was willst du ausstellen? Nein, aussteigen, ob ich so richtig, ob ich so gut stehe. Gerade momentan aber nicht. Okay. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hau das, was aktuell schon im Anhänger ist, einfach mal in die Produktion rein. Dann arbeitet die nämlich schon ein bisschen. Was wir daraus eben verkaufen können, ist Schweinefutter, was abfällt als Abfallprodukt, und den Diesel. Und das ist dann halt sehr gut. Können wir beides verkaufen. So, die ersten Kühe kommen in die Kuh. Weiter. Stall hoffe ich. Drei, ja, manche. Okay. Gut, aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut Am besten gerne alles. morgen wieder rein um 19 Uhr auf der Hofbergmann. Bis Und um dahin. 16 Uhr beim Apple-Projekt. So schaut's aus. Bis dahin, macht's gut. Ihr leckt's. Ciao.